ein utopisches Moin und guten Abend aus Lüneburg. Herzlich willkommen zum Utopiestudio live aus der Leuphana Universität Lüneburg. Schön, dass Sie da sind und eingeschaltet haben. Wir haben ja letztes Jahr, sind wir der Zukunft schon ein wenig aufs Dach gestiegen während der Utopiekonferenz 2021. Und zwar nicht nur im Basiscamp hier an der Leuphana und Lüneburg, sondern auch über die ganze Republik hinweg in verschiedenen einzelnen Camps. Und jetzt ist es aber schon wieder soweit, dass die nächste Utopiekonferenz 2022 ansteht mit ihren GastgeberInnen Maja Göpel und Ria David Brecht. Und heute wollen wir so einen kleinen Ausblick darauf wagen. Und dafür begrüße ich nämlich schon einmal Maja Göpel. Schön, dass du da bist, hier bei uns. Und natürlich auch den Leiter der Konferenzwoche, der Utopiekonferenz, so rum, Sven Brink-Ripke. Schön, dass ihr da seid. Jetzt ist es ja so, dass wir ins Utopiestudio einladen und das in einer Zeit, in der sich die Gegenwart so dermaßen aufdrängt. Wie können wir denn jetzt überhaupt über Utopie sprechen und nachdenken, Maja? Ja, die Frage hatte ich mir schon auch gestellt. Also die Planung von diesem Event und dem, was dann in den letzten 10 Tagen passiert ist, insbesondere die letzten 6, glaube ich, sind es ja jetzt, war natürlich etwas, was wir nicht direkt zusammen gedacht haben. Und für mich löst sich so eine, ja, oder zeigt sich eine Verbindung oder löst sich die Spannung darin auf, wenn wir vielleicht die Worte undenkbar oder unvorstellbar benutzen, weil wir ja etwas Dystopisches gerade erleben, von dem viele gesagt haben, wir sind in einer neuen Realität aufgewacht. Am letzten Donnerstag ist es etwas Undenkbares passiert und dann gab es natürlich die Analysen, die gezeigt haben, naja, es gab viel eigentlich Vorzeichen, dass es ein Stück weit darauf hinausläuft, vielleicht nicht in dieser Drastik und in dieser Aggressivität, aber es war jetzt auch nicht komplett aus dem Blauen. Und so ähnlich können wir jetzt heute uns ja vielleicht Mühe geben, es zu drehen und sagen, das, was heute noch undenkbar scheint im Positiven, kann uns auch Kraft geben. Und wir sehen ja auch, und das ist ja Teil dessen, was wir mit der Utopiekonferenz machen wollen, wie viele kleine Schritte eigentlich auf dem Weg sind, eine andere Gesellschaft, von der wir sagen würden, dass sie eben utopisches, positives Zukunftspotenzial in sich trägt, auch abzeichnet, andeutet oder eben auch groß vordenkt, was ja dann auch eben Thema heute sein wird. Ja, Maja, ich denke, es ist so, wie du sagst, die Zeit der Selbstverständlichkeiten ist auf jeden Fall vorbei und möglicherweise liegt unsere Aufgabe genau darin, dieses Gelegenheitsfenster zu nutzen und Veränderungen, die anstehen, nicht einfach über uns ergehen zu lassen, sondern immer wieder, auch wenn es schwerfällt, Freiheitsspielräume auszuloten für eine Gesellschaft, die Gerechtigkeit nicht aus den Augen verlieren lassen möchte. Und genau dafür brauchen wir diesen utopischen Gedanken, denke ich, und den Blick auf übermorgen. Ja, undenkbar. Es wird ja denkbar, wenn wir es aussprechen, wenn wir es vorgeben. Und erst dann entsteht ein Raum, ein Möglichkeitsraum, auf den wir treten und wie. Das wird sich dann zeigen. Aber wenn wir diese Räume nicht skizzieren und nicht beschreiben und nicht vordenken, dann können wir sie eben nicht betreten. Und ich glaube, das kann mir zumindest heute Mut machen, zu sagen, auch aus dieser Situation heraus, wie kann das Wünschenswerte das Morgen inspirieren und heute auch eben Mut machen. Das klingt so ein bisschen, vielleicht täusche ich mich auch, als ob sich die Rolle des utopischen Denkens selbst geändert hat. Würdest du dazu stimmen oder ist es eigentlich nicht? Wie siehst du das? Ja, also ich finde, man kann das ja mit dem Utopie-Dystopie eigentlich ganz gut in Bezug bringen. Also da ging es ja auch so, dass einige Personen weiter etwas vorgedacht haben, von dem wir normativ sagen, es ist hochdystopisch, aber für sie war es momentan der Weg zu gehen. Und so können wir ja sagen, das Utopische ist für uns eben normativ positiv konnotiert, ohne jetzt zu sagen, ich kann in einen Kopf reinschauen oder in Herzen reinschauen von anderen Personen, ob sie das utopisch-dystopisch nennen würden, aber für mich, und das, wofür wir heute sprechen, auch bestimmte Grundrechte, bestimmte Sicherheiten, Freiheiten zu erhalten, darum geht es ja. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass das utopische Momentum weg ist. Wir haben vielleicht momentan mehr Mühe, den Glauben da rein, dass es möglich ist, zu halten. Aber umso wichtiger ist es ja, überhaupt zu skizzieren, das ist trotzdem noch eine Option. Und das ist trotzdem noch Teil der Zukunft. Und die Zukunft ist offen. Gerade in Krisensituationen ist sie sehr weit offen. Und je nachdem, wie wir eben darauf auch reagieren, richten wir uns darauf aus, etwas normativ Positives vielleicht auch erreichen zu können oder eben zu sagen, da ist uns leider einiges verlustig gegangen. Aber den Moment der Klarheit, des Kompass, der Sicherheit dessen, sich in die Augen zu gucken und zu sagen, das will ich. Und wir sehen ja auch ein Stück weit, wie das dann wieder Solidarität wachsen lassen kann. Wenn wir jetzt einmal vielleicht auch
mit dem Ausblick, den wir heute wagen wollen, aber auch so einen kleinen Rückblick wagen. Gibt es noch irgendeine Frage, einen Kommentar, eine Antwort aus der Utopiekonferenz 2021, die euch bis jetzt heute noch im Kopf beschäftigt? Sven, bei dir was? Ja, also mir fällt natürlich sofort ein, eigentlich die Atmosphäre, die wir hier im Sommer hatten, dass 120 Utopie-Camps relativ kurzfristig gesagt haben, überall in der Republik und darüber hinaus, wir wollen etwas zu dieser Utopie-Konferenz beitragen. Das finde ich bis heute immer noch berührend und besonders. Und vielleicht ist es gut, wenn wir einfach nochmal in diese Tage des Sommers zurückschauen. Sven, lass uns das machen. Wir schauen uns mal an, wie war das eigentlich hier am Campus, im Basiscamp. Wir haben das schicksalhafte Glück oder Nichtglück, in einer sehr, sehr bewegten Zeit zu leben. Das Alte stirbt. Also wir wissen, es wird nicht mehr tragfähig bleiben. Das Neue ist aber noch nicht geboren. Das heißt, gibt uns noch nicht genug Angriffsfläche im Sinne von wirklich greifen, es packen können. Ich träume ein bisschen von einer Welt, in der der Umgang mit den Dingen vielleicht eine ganz andere Form hat. Vielleicht eine Form, die ich noch gar nicht weiß. Wie können wir die kleinen Inseln verbinden, wo heute schon Utopien real sind? Ernst meinen mit dem Nachdenken, mit dem radikalen Nachdenken über ein anderes Morgen, dann müssen wir uns verständlich machen. Wie kommen wir kollektiv aus dieser Phase der Visionslosigkeit? Manche würden sagen, ja, der Wachstum ist doch Treiber genug. Aber ich glaube, dass wir eher sehen sollten, wie wir als Gesellschaft glücklicher werden und zufriedener werden. Und das sollte eigentlich unser Treiber sein, um gute Ideen zu verfolgen. Das Erleben und Mitmachen ist eigentlich etwas, was es viel leichter macht, Veränderungen auch zu sehen und umzusetzen. Dafür lohnt es sich, miteinander darüber zu diskutieren und es auch durchaus auszuhandeln, wie wir auch in Zukunft miteinander leben wollen in einer offenen Gesellschaft. Veränderung nicht auf den Weg, wenn man selber eine Überzeugung hat und als einziges Problem sieht, wie bringe ich diese Überzeugung an andere heran. Wir müssen offen bleiben für die Teilhabe und Teilnahme anderer an diesem Denkprozess. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir am Ende vielleicht eine schöne Utopie entwerfen, aber es macht keiner mit. Für einen atmosphärischer, wunderbarer Rückblick auf die Utopiekonferenz 2021. Das war aber nur ein Ausschnitt, denn wir feiern heute auch eine Weltpremiere, kann man sagen, oder? Mit dem Film zur Utopiekonferenz 2021. Den geht es nämlich im Anschluss an diese Sendung heute. Und wenn wir jetzt Rückblick nun in den Ausblick gehen, die Utopiekonferenz denkt lokal, aber wirkt global. Gibt es ein Thema, das sich jetzt im Sommer, im Spätsommer durch die Utopiekonferenz ziehen wird?
Ja, wir haben uns ein Thema für den Sommer ausgesucht. Im Mittelpunkt wird die Freiheit stehen. Maja, vielleicht können wir ganz kurz darüber reden, was wir uns bei diesem Thema gedacht haben. Ach, im Prinzip, das Spannende ist ja, und das ist ja im Film auch angesprochen worden, also meine Utopie, wenn ich sie für mich himmlisch abgesiedelt formuliert, definiert habe, nicht unbedingt etwas mit allen anderen Schwingungen kommt, solange ich die Antennen nicht offen lasse und sage, wo sind denn eigentlich die Verbindungsstücke vielleicht mit deiner und mit deinen Ideen davon, was dir wirklich wichtig ist. Und diese Freiheitsverhandlung ist ja etwas, das haben wir auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark gesehen im öffentlichen Diskurs, dass es da eine, ich würde mal sagen, eher rechtsbasierte und defensives Verständnis gibt von, da kommt hier keiner ran, das ist mein Recht, das war mein Recht, das habe ich mir jetzt erarbeitet und das ist auch nicht verhandelbar. Und dann eine andere Perspektive gesagt hat, in einer Gesellschaft des Zusammenlebens und der sich verändernden Rahmenbedingungen ist Freiheit als normatives Ziel immer nur dann zu erhalten, wenn es verhandelt wird. Weil ich ja nicht ex ante weiß, wie wird sich das gesamte Verhältnis inklusive der Anzahl der Menschen etc. verändern. Und diese Auseinandersetzung über unterschiedliche Verständnisse von Freiheit, das ist eigentlich, glaube ich, ein sehr wichtiges Momentum, um zu sagen, wie können wir denn das Wünschenswerte, also das, was uns auch immer angetrieben hat, zu sagen, den Freiraum, den Gestaltungsfreiraum, die Potenzialentfaltung der Menschen, auch ihr Schutz dessen, dass ihnen zu viel genommen wird von dem, wie kann man das erhalten und gleichzeitig aber etwas Kollektives mitdenken, sodass die Gesellschaft eben nicht verändert. Und dieses, ich glaube, wenn man so richtig reinschaut, dieses Zusammenspiel von Schutz des Individuums, aber gleichzeitig Schutz des Ganzen, nenne ich es jetzt mal, das ist immer die Herausforderung gewesen. Tief in den Auseinandersetzungen von jetzt Philosophie bis Recht, was wir uns heute ja auch anschauen, bis dann natürlich öffentlichen Diskurs und all dem, wie wir uns darüber auseinandersetzen, was jetzt gerecht, richtig, falsch, ungerecht, fair und so weiter ist. Ja, ich finde auch wichtig, bei der Freiheit im Blick zu haben, dass es eben nicht nur um individuelle Freiheit geht, das auch, fraglos, aber dass es eben auch um die demokratische Freiheit geht, unsere Gemeinschaft mitzugestalten. Genau diesen Punkt auch zu betonen und zu unterstreichen in diesen Zeiten, das scheint mir wichtig zu sein. Und die große Frage wird für den Sommer sein, wie stellen wir es an, auch konkret über Freiheitsprojekte zu sprechen. Und wir sind gerade dabei, die verschiedenen Ergebnisse der Bürgerinnenräte, die es ja überall in den letzten ein, zwei Jahren gab, nicht nur in Deutschland, europaweit und international, genauer anzuschauen. Und wir sind gerade dabei, dort Projekte herauszuarbeiten, die wir mit allen teilnehmenden Mitwirkenden im Sommer diskutieren wollen. Und dazu sollen natürlich unbedingt auch wieder Utopie-Camps gehören. Die werden mit Sicherheit wieder eine Rolle spielen, denn das weiß ich einfach, dass es da eine ganz große Erwartung gibt, genau an den Sommer anzuknüpfen. Okay, das klingt spannend. Ich habe mir den Termin auf jeden Fall schon eingetragen und werde ihn natürlich später auch verraten. Und Maja, du hast es eben schon angesprochen, du bist jetzt verbunden und gibst uns schon mal einen kleinen Ausblick vielleicht oder greifst das Thema Freiheit schon mal an mit einem sehr sympathischen und spannenden Gast, Bijan Muini. Und zwar eine spannende Mischung, sehr viel Fachwissen, Politologe, Schriftsteller, Jurist, hat den Bundesnachrichtendienst verklagt, ist unter anderem Vorstandsmitglied bei Jeder Mensch e.V. Und dazu und zu seinem Freiheitsbild werden wir sicherlich jetzt noch mehr hören. Genau, an dieser Stelle ganz herzlich willkommen an dich, Bijan. Ich kann dich jetzt nicht sehen, das heißt, wir stellen uns vor, dass die jeweils andere Person sehr nahe ist. Und, ich habe dich gerade noch gesehen. Jetzt bist du für mich auch da. Super, wunderbar. Sehr schön. Ja, so ist es einfacher. Vielen Dank an die Technik. Ich hatte das große Vergnügen, dich kennenlernen zu dürfen in dem Kontext der Initiative von Ferdinand von Schirach zu Jeder Mensch, wo es um Grundrechte geht, die tatsächlich aus der Motivation heraus ja von ihm aufgeschrieben worden sind, anzuerkennen, dass sich die Rahmenbedingungen, ökologische Rahmenbedingungen, Globalisierungsdruck, Digitalisierung, sehr verändert haben und wir deshalb nochmal drüber nachdenken sollten, was denn eigentlich Grundrechte für ein friedliches Zusammenleben ausmachen könnten. Sprich, dieser historische Verständnis von Recht trägt sich da durch. Und ich durfte dann von dir ganz beeindruckt sein, weil du nämlich auch, ähnlich wie es bei mir so ein bisschen diese Gratwanderung ausmacht,
wissenschaftlich und sehr juristisch in einer Wirtschaftskanzlei und so weiter arbeitest und gleichzeitig dich eben als Belletristik, Romanautor und in verschiedenen anderen Formaten tummelst, um das, was du dir im Jargon der jeweils vorherigen Disziplin aneignest, zu versuchen zu übersetzen in Geschichten und in Erzählungen, die für die Menschen, die das nicht studieren können und damit nicht jeden Tag arbeiten können, trotzdem zu übersetzen und anschlussfähig zu machen. Und deshalb freue ich mich sehr, hier mit dir heute sprechen zu dürfen. Einmal aus diesem Tanz heraus zwischen den Welten, wie wir denken und uns ausdrücken, aber auch aus genau diesem Moment heraus zu sagen, das Wünschenswerte lasse ich nicht los. Das geht besser, was wir heute haben, und es ist eine ganz wichtige Zielkoordinate für das, was eben auch Fortschritt ausmacht. Und deshalb würde ich dich einfach kurz herzlich willkommen heißen und vielleicht dir die Chance geben, so wie das bei mir eben war, dein Befinden auch zum Ausdruck zu bringen, wie du heute sprechen möchtest, ob du vielleicht zwei Takte zu der Situation dazu sagen möchtest, weil du bist auch tatsächlich im Freiheitsbereich, in der Verteidigung von Freiheit unterwegs, Rechtsstaatlichkeit, ganz starkes Thema bei dir. Ich würde dir gerne die Chance geben, ein Stück weit zu rahmen, wie du heute sprechen möchtest und was du vielleicht vorher loslassen möchtest. Danke, also danke an dich, danke an euch, dass ich überhaupt eingeladen bin. Freut mich total, mit euch zu sprechen. Ja, tatsächlich, natürlich umtreibt mich der Krieg gegen die Ukraine sehr. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie man das mit Utopie in Verbindung bringen kann. Und du hast vorhin schon einige Punkte genannt, die mir auch durch den Kopf schossen. Für mich hängt Utopie sehr eng mit Dystopie zusammen, so wie du es auch formuliert hast. Also man braucht eigentlich die Kraft, dystopisch zu denken, um eine Utopie zu formulieren. Also das Gegenteil von dem, was man möchte. Und was jetzt gerade passiert, ist genau dieses Gegenteil von dem, was wir wollen. Und es stärkt aber auf eine perverse Art ja auch gerade diese utopische Zielvorstellung, die wir haben, nämlich von einer gewaltfreien Welt, also wie sie zum Beispiel auch in der UN-Charta verankert ist. Also das Gewaltverbot wurde jetzt verletzt von Putin, von seinem Regime, von seiner Armee. Aber es stärkt natürlich diese Norm und diese utopische Vorstellung auf ganz vielen Ebenen, also durch Solidarität fast der ganzen Welt. Nicht nur jetzt durch militärische Unterstützung, sondern auch wie die Kultur, wie der Sport, wie die Gesellschaft reagiert. Und jeder erlebt quasi gerade selbst, auch für sich persönlich, natürlich in großen Abstufungen gegenüber denjenigen Menschen, die unmittelbar betroffen sind. Aber doch erlebt jeder Mensch, was diese Utopie Frieden eigentlich bedeutet und was es bedeutet, wenn ein Land und ein Volk um seine Freiheit kämpft. Und deshalb ist dieser Krieg auch ein Stück weit eine Erinnerung an diese utopische Kraft von Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Ja, und für mich hat es auch diese Konstante von, wir sind in einem Entwicklungsprozess, einem dauerhaften. Ne? Es ist nicht selbstverständlich, dass etwas, was einmal sich durchgesetzt hat, erhalten bleibt. Und gesellschaftliche Prozesse und das, was wir gewohnt sind, an Rechten auch genießen zu dürfen, eben aus dem kontinuierlichen Einsatz für ihren Erhalt ein Stück weit auch wie wir sie aufgesetzt haben oder wie sie auch deklariert sind, was sie leisten sollen. Das ist vielleicht auch das wichtige Moment und das Mobilisierende, was wir mit dieser Konferenz eben auch stark machen wollen. Und das, was in deiner Arbeit sich ja auch durchzieht. Also ich würde dir jetzt gerne noch mal kurz das Forum geben, vielleicht aus den unterschiedlichen Dingen, die du gemacht hast, zu sagen, welche dich da besonders, oder was die Momente waren, weshalb du mal zu einem Roman, du bist ja sehr stark in die Digitalisierung auch eingestiegen, und was macht das? Was öffnet das an Möglichkeiten, aber was für neue Systeme entstehen da auch? Oder eben tatsächlich jetzt dein letztes Buch, auch geschichtlich ein Stück weit reinzugehen. Wie ist denn die Rechtsordnung entstanden und wie verändert die sich? Also ich finde diesen interaktiven und diesen historischen Ansatz, Recht auch zu verstehen und das Aushandeln dessen, wahnsinnig spannend bei dir. Vielleicht magst du das irgendwie in Referenz zu Werken bei dir zusammenfassen oder auch ganz frei. Ja, ich versuche das mal zu verbinden. Habe ich, glaube ich, noch nie so gemacht. Aber also ich hab einen Roman geschrieben, Der Würfel heißt der. Und der wird zu dem Zukunftsroman-Genre gezählt und als dystopisch bezeichnet. Aber worum es da geht, ist, dass eine künstliche Intelligenz die Welt ein Stück weit steuert. Oder nicht nur ein Stück weit, sondern in hohem Maße steuert.
und dadurch auch zum Beispiel die Klimakrise sehr effektiv bekämpft, indem sie Ressourcen perfekt allokiert und so weiter und so fort. Also sie bringt sehr viele gute Dinge auf den Weg, den wir heute nachstreben. Und auf der anderen Seite sorgt sie auch für einen gehörigen Verlust an Freiheit, weil Berechenbarkeit zum höchsten Gut geworden ist und jeder Mensch belohnt wird dafür, maximal berechenbar zu sein. Und insofern ist der Roman im Prinzip so ein Spiel zwischen Dystopie und Utopie. Also es ist erst utopisch darin, dass es wirklich mal eine KI gibt, die all das leisten kann und all das auch ohne eigene Interessen und ohne die Interessen von bestimmten, also Partikularinteressen zu vertreten. Auf der anderen Seite ist es natürlich dystopisch aus unserem Blickwinkel insbesondere, die wir individuelle Freiheit sehr hoch schätzen und gerade das Chaos schätzen, dass wir Menschen in unserem Leben, dass es so spannend macht und mit dem wir aus dieser Berechenbarkeit ausbrechen können. Und ich habe dann ein Buch geschrieben, das etwas dystopischer ist, Rettet die Freiheit. Das ist ein kleiner Essay, in dem es eher um die Realität geht, nämlich dass Digitalisierung, wenn man sie eben nicht regelt, nicht reguliert, in den Händen weniger sehr viel Unheil stiften kann. Und ob das jetzt Donald Trump ist oder Mark Zuckerberg, es ist nicht demokratisch, also in nicht demokratischen Händen kann es sehr viel Unheil anrichten und kann es Demokratien zerstören und kann es Leben zerstören sogar, wie es zum Beispiel in Myanmar geschehen ist, als das dortige Militär Facebook genutzt hat, um gegen die Rohingya aufzuhetzen und zu einem Völkermord mit beigetragen hat. Und jetzt zuletzt habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Unser gutes Recht, in dem ich einen positiveren Blick auf unsere Gesellschaft wage, in dem ich beschreibe, wie weit unser Recht eigentlich schon gekommen ist. Und das ist eigentlich auch eine gute Brücke zu eurem Thema der Konferenz, weil Recht ist im Prinzip eine einzige große Utopie. Also jeder Rechtssatz ist im Prinzip nur eine Idealvorstellung, die immer wieder gebrochen wird. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein grandioser Satz und eine wichtige Utopie, aber sie ist nicht erfüllt. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, wir streben nach dieser Erfüllung und wir streben dorthin. Wir haben auch zum Glück bei uns Instrumente, also zum Beispiel den Rechtsweg, um sie zu verwirklichen. Aber sie bleiben immer ein Stück weit unerreichbar. Und das ist auch gut so. Also alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Unterliegt ja auch einem gewissen Bedeutungswandel. Also wir verstehen heute darunter ganz andere Dinge als vor 50 Jahren und verlangen von diesem Rechtssatz, von dieser Utopie auch andere Dinge ab. Und wir werden in 50 Jahren, werden die Menschen Dinge unter diesem Leitsatz einfordern, die wir heute überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und Das ist einfach, finde ich, eine wahnsinnig schöne Ebene des Rechts, dass man mit ihm das, was wir als Gesellschaft, als Konsens gefunden haben oder was wir von uns selbst erwarten und von uns selbst an Ansprüche stellen, dass wir es kodifizieren, also in Textform gießen und dann versuchen, dem nachzustreben. Und das ist auch die Brücke wiederum zu diesem kleinen Büchlein, das du ja schon erwähnt hast, von Ferdinand von Schirach mit 6 Vorschlägen, wie wir diesen Grundkonsens erneuern können, um uns neue Ziele zu setzen, die es auch lohnt zu verteidigen gegen Menschen, die sie nicht unterschreiben würden. Ja, ich erinnere mich noch, ich habe im World Future Council damals in der Kommission Future Justice, da haben wir eben geschaut, wie, und das wäre sowas, ein Rechtssubjekt zukünftige Generationen, gab es so nicht. Und wir haben dann immer die Brücken gesucht, wie kann man denn trotzdem die Rechte oder zumindest die Grundlagen des Lebens für zukünftige Generationen schützen, wenn es zumindest im Strafrecht eben nicht diese direkte Kausalität so leicht herzustellen ist, die Voraussetzung dafür ist. Oder können wir dann über den zivilrechtlichen Prozess, über die indirekten Effekte, also ich fand das damals unheimlich spannend zu verstehen, wie das Ganze tatsächlich immer ein Ausdruck, du hast es eben so schön genannt, eigentlich unserem moralischen Konsenses ist und unserer normativen Orientierung. Und dann wird es aufgeschrieben. Aber ich hatte vorher so ein Stück weit so eine Vorstellung von, ja, dann ist das ja auch klar. Und es ist eben nicht klar, weil der Anteil von Chaos und Messiness und Veränderung in der Gesellschaft uns immer wieder dazu nötigt, zu fragen, im konkreten Anwendungsfall, was würde denn das, was da normativ formuliert ist und dann natürlich auch in Paragraphen spezifiziert wird, was würde in diesem Anwendungsfall das bedeuten? Und wenn sich die Welt rasant verändert, und damit sind wir bei jeder Mensch, brauchen wir dann eben vielleicht weitere Rechte, weil wir sie damals, als die Grundrechtscharta nach dem Zweiten Weltkrieg
war das ja der Moment, nie wieder Krieg, finde ich auch jetzt wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, wann sind auch Durchbrüche, du hast das vorhin auch schon angedeutet, Durchbrüche für eine Utopie möglich geworden, oft auch aus einem sehr starken Schock dessen, was möglich geworden ist im dystopischen Bereich. Und es war ja nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich die Ambition, die UN, die EU, welche Grundrechte braucht es, wie kann man die verfassen, wie kann man die schützen, welche neuen Gremien wollen wir bauen, um zu sagen, wir möchten diese kriegerische Auseinandersetzung möglichst unwahrscheinlich machen. Und jetzt geht es uns nicht um den Krieg denken, aber in dem Antizipieren von der Krisenhaftigkeit, die du in der Digitalisierung besprochen hast, ja auch in anderen Bereichen. Und vielleicht kannst du einmal kurz die 6 Artikel dann nennen, aus jeder Mensch, darum zu gucken, wo rutscht denn eigentlich was? Also wo verändert sich die Realität so stark oder auch die Institutionengefüge und damit Einfluss, Macht, ins Entstehen neue Infrastrukturen, dass das Recht hinterherkommen müsste. Im Grunde genommen, darum geht es ja. Und vor allem bei der Grundrechte-Idee ist es ja auch zu sagen, Menschen in die Möglichkeit zu versetzen, individuell auch dafür eintreten zu können. Vielleicht die beiden Aspekte mal einmal von jeder Mensch. Ja, also was man vielleicht noch begreifen muss vorher, ist, dass das Grundrecht einfach auch nochmal eine andere Qualität haben als das Recht im Allgemeinen. Also wenn du jetzt quasi versuchst, in dem Rahmen, den das Recht bereits gesetzt hat, nach Rechten für zukünftige Generationen zu suchen, dann ist das eben sehr, sehr schwierig zu finden. Wenn man die aber auf grundrechtlicher Ebene schlicht definiert, also dass zukünftige Generationen einen solchen Anspruch haben auf zum Beispiel eine gesunde Umwelt, oder wenn man definiert, dass Menschen, die unmittelbar betroffen sind von Globalisierung und also negativ betroffen sind von Globalisierung, Klagerechte haben, dann kann man damit quasi das, was so im einfachen Recht formuliert ist, umgehen und auf eine neue Ebene hieven. Also man kann quasi mit dem Recht, mit Grundrechten sehr viel mehr erreichen, auch für die Zukunft, weil sie einfach abstrakter sind, flexibler sind, als durch das einfache Recht, das eben sehr strenge Tatbestandsvoraussetzungen formuliert und so weiter und so fort. Mhm. Und da knüpft eben jeder Mensch an. Also dass man versucht, Rechtssätze, die eine gewisse Beständigkeit haben und eben aktuelle große Herausforderungen aufzugreifen, zu formulieren, die haltbar sind, die auch Orientierung geben, also auch Halt geben, Orientierung geben für die Auslegung des schon bestehenden Rechts. Und Herr von Scherer hat, wie du schon gesagt hast, 6 Artikel formuliert. Der erste betrifft Umwelt, also ich lese jetzt nicht im Einzelnen vor, er schafft ein Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Das zweite ist digitale Selbstbestimmung, also wie gehen wir damit um, dass große IT-Konzerne immer mehr über uns wissen und auch die Kraft haben, uns zu manipulieren. Und da formuliert er insbesondere ein schlichtes Verbot, Menschen auszuforschen oder zu manipulieren. Der dritte Artikel betrifft künstliche Intelligenz. Also wie gehen wir damit um, dass es inzwischen Mittel gibt, Menschen so detailliert zu verstehen und durch Big Data Strukturen aufzudecken, die sonst niemand sieht und die aber auch denjenigen, die diese künstliche Intelligenz einsetzen, verborgen bleiben. Welche Entscheidung kann man diesen künstliche Intelligenzen überlassen und was muss bei Menschen bleiben? Das vierte ist das große Thema Wahrheit. Also wie gehen wir damit um, dass es immer mehr PolitikerInnen gibt, die an die Macht kommen und ihre Macht erhalten, indem sie lügen? Das fünfte ist schon angesprochen Globalisierung. Also wie kann man es schaffen, dass wir hierzulande Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die nicht unter Verstoß der Menschenrechte, der allgemeinen Menschenrechte produziert oder angeboten wurden. Und das Letzte ist eine Grundrechtsklage, die den Rechtsstaat an sich schützen soll. Also die es ermöglicht dann, wenn systematisch Grundrechte verletzt werden, es auch anderen europäischen BürgerInnen ermöglicht, zum Beispiel gegen systematische Verletzung von Grundrechten in Ungarn vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig, das in 2 Minuten quasi so alles zu auszustabieren. Wir werden das unten einblenden. Ja. Genau, URL, wo Menschen das dann auch nachlesen können, die das ein bisschen genauer genau, sehen super. Wollen. Super. Aber also es wäre wirklich ein fundamentaler Wandel und würde unsere Grundrechtekarte einfach um eine Generation aktualisieren oder wenn nicht 2 Generationen aktualisieren. Mhm. Nee, ich glaube, ich fand das so spannend an der Initiative auch, weil es so nah war natürlich an den Themen, die ich bearbeitet habe, nur ich habe mit anderen Disziplinen gearbeitet und das ist ja das, was auch Nachhaltigkeitsforschung ein Stück weit ausmacht und Transformationsforschung ausmacht,
zu gucken, wenn ich ein bestimmtes Problem habe und eine bestimmte Entwicklung sehe, von der ich sage, ich möchte sie beschleunigen oder ich möchte sie eher verlangsamen. Das kann ja beides, dann sind wir bei Utopie und Dystopie. Wie kann ich das erklären und wie kann ich denn im Grunde genommen das System verstehen, um ein bisschen breiter mal zu denken, was die Treiber hinter der Entwicklung ausmacht. Und da zu suchen, was kann die Ökonomie dazu beitragen, was kann die Psychologie dazu beitragen, was sagt die Biologie und jetzt eben dieser rechtswissenschaftliche Ansatz eben auch. Und zu sagen, und das war so das Momentum, was mir durch den Kopf ging, als Ferdinand mich fragte, ob ich das auch unterstützen würde. Ich dachte, ja, das sind ja alles meine Themen. Und das Verrückte ist ja, dass die Notwendigkeit entstanden ist, es aufschreiben zu müssen, dass wir es erhalten wollen. Weil eigentlich, wenn man das durchgeht, niemand sollte ausspioniert werden. Wir möchten nicht den Planeten so weit runterwirtschaften, dass es gefährlich wird. Wir möchten nicht, dass eine KI entscheidet über uns und was wir im Leben tun können. Wir möchten nicht, dass systematische Lüge, das war ja einer der interessantesten Paragraphen, wie kann man das festgreifen oder nicht, aber ich glaube, wir sind uns einig in dem Moment, wo gar nicht mehr Vertrauen darin besteht, dass das, was gesagt wird, auch in irgendeiner Weise eine Realitätsrückbindung hat, dann haben wir ein richtiges Problem. Es geht überhaupt nicht darum, dass jedes Detail von irgendwelchen Sicherheitsakten immer transparent gemacht werden soll. Das war für mich eine der Debatten, die so ein bisschen ins Absurde abgerutscht sind. Aber das sind ja eigentlich alles Erkenntnisse, Lieferkettengesetze, das andere, wo die Frage vielleicht ganz falsch gestellt ist, wenn man sagt, das ist utopisch. Wenn Konzerne, und jetzt gerade auf der EU wird ja verhandelt und wird wahrscheinlich sehr viel auch Einfluss genommen darauf, wie scharf das auch das EU-Äquivalent zu dem, was wir in Deutschland verhandelt haben, werden kann. Diese Sache, es ist schlecht für unser Geschäftsmodell, das kann unser Geschäftsmodell nicht so stark in Frage stellen, weil dann haben wir wirtschaftlichen Problemen. Die andere Frage ist ja, wieso haben wir Wertschöpfungsketten entstehen lassen, die diese Konsequenzen und diese Voraussetzungen in sich zeigen, um dann wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Also beim ersten Mal sage ich, unter den aktuellen Bedingungen wäre das ganz katastrophal, das zu verhindern, weil die Praxis nicht mehr ginge, die ich normalisiert habe. Im zweiten denke ich, wie konnte es dazu kommen, solche Praktiken zu normalisieren und zur Voraussetzung eines erfolgreichen Geschäftsmodells und damit Wirtschaftsmodells zu machen. Und dieses einmal die Perspektive komplett drehen, das ist für mich das Momentum, wo wir aus so einer Abwehrhaltung, also wo viele dieser Initiativen, die etwas Utopisches vertreten wollen, ja immer in dieser Beweislast bleiben, immer in dem, zeig mir, dass das nicht das und das bedeutet, zeig mir, dass das nicht bedeutet, dass Facebook ein Problem bekommt, zeig mir, dass das nicht bedeutet, dass die Aktienwerte kollabieren. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Sondern wenn ich diese drei Schritte zurückgehe und sage, was haben wir denn eigentlich an Institutionengefüge entstehen lassen, und dienen die noch dem, was wir in Grundrechten, danke auch nochmal für die Unterscheidung, fand ich sehr wichtig, formuliert haben, die also unseren Kompass ausmachen in einer Gesellschaft, dann geht es ja häufig eher um ein Korrigieren. Und warum muss ich dann das Festhalten am Status quo nicht mindestens genauso doll rechtfertigen, wie die Parteien, die sagen, wir möchten das gerne bitte ändern, damit wir wieder näher an die in den Grundrechten formulierten Grundlagen oder eben utopischen Momente, auf die wir hinwirken, heranrücken können. Wie nimmst du das wahr? Also für mich war das so eine ganz interessante, ist immer wie werden die Tische und Stühle und Perspektiven gerückt in so einer Diskussion und wie kommt man dann aus Rechtfertigung in Beweislast umdrehen und so weiter. Es hat ja ein ganz komisches politisch-taktisches Momentum da drin auch. Ja, also es ist total spannend, dass du das sagst, weil ich habe mir also strukturell ähnliche Gedanken zu einem anderen Thema, aber zu denselben Struktur, also zu denselben Zusammenhängen gemacht. Und zwar, also wenn man sich zum Beispiel mal vergegenwärtigt, wie wir in China investiert sind, also in welchem Umfang. Ne? Also es, ich glaube, ein Drittel der deutschen, der drei großen, der Produktion der drei großen Autohersteller wird in China hergestellt. Das ist, also sind irre Mengen. BASF investiert jetzt, glaube ich, 10 Milliarden Dollar in ein riesiges Werk in China. Das schafft Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeiten lassen uns dann zurückschrecken vor Kritik, zum Beispiel am Völkermord in Xinjiang an den UigurInnen. Und das sind auch Zusammenhänge, da kommt dann gleich, wir können dazu ja jetzt nichts sagen, wir können da keine harte Stellung zu beziehen, weil sonst kostet das uns unsere Investments in China. Und wenn jetzt China Taiwan angreift, vielleicht im Windschatten Russlands, also werden sie hoffentlich nicht machen, aber wenn sie das irgendwann einmal machen,
dann wird es vielleicht auch ähnlich heißen, als Hongkong angegriffen wurde, also nicht physisch, aber doch auch physisch, durchaus physisch in den Protesten, während der Proteste, aber jetzt vor allen Dingen einfach jede demokratische Bewegung dort erstickt wurde. Da waren wir auch still. Und wir sind still, weil wir uns in Abhängigkeiten begeben haben zu einem autokratischen Regime. Und das hat jetzt weniger mit klimatischen Bedingungen und so weiter zu tun, aber es ist trotzdem eine, also wir können nicht an dem, was wir eigentlich wertschätzen und eigentlich definiert haben für uns und eigentlich auch für die ganze Welt festhalten, weil wir uns in Abhängigkeiten begeben haben. Und jetzt müssen wir, also damit meine ich BürgerrechtlerInnen wie ich, rechtfertigen, dass man härter mit China umgehen muss, weil wir dort so ökonomisch verankert sind und so tief drin stecken. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Also eigentlich muss immer dieses Investment begründungsbedürftig sein, solange es in China keine demokratischen Strukturen gibt, solange von China keine Gefahr für seine Nachbarschaft, seine unmittelbare Nachbarschaft und vielleicht auch irgendwann für uns ausgeht. Also insofern vielleicht wirklich eine ganz parallele Diskussion. Ja, ich habe das am Anfang auch in zwei Punkten sehr stark beobachtet. Jetzt bei dem Konflikt, als es um den SWIFT und das Ausschlussverfahren von Banken ging und welche Länder das nicht so eine gute Idee fanden, waren die, die sehr Gasimport und Ölimport abhängig gewesen sind, eben von Russland, und dann die Neutralität, an der die Schweiz länger festgehalten hat, dass sie jetzt nicht die Vermögen von Individuen einfrieren wird. Das sind ja immer genau dieses Aushandeln von Solidaritätsmomenten, politischen Signalen, den Folgen, die daraus kommen. Und im Freihandel und der Idee der ökonomischen Vernetzung war ja durchaus auch die Idee, dann ist die Chance, dass man sich kriegerisch auseinandersetzt, geringer. Das heißt, es ist wieder darauf zurückzukommen, es ist ein dauerhaftes Aushandeln, ein dauerhaftes Dranbleiben an dem, dass es die positive Entwicklung halten kann, die ursprünglich mit der Freihandelstheorie ja sehr stark verbunden wurde und von der man auch argumentieren kann, dass sie im europäischen Raum ja ziemlich gut funktioniert hat, obwohl wir auch da irgendwann gesagt haben, jetzt müssen wir aber neben der Marktintegration sehr dringend nachverhandeln, was denn eigentlich eine europäische Gemeinschaft darüber hinaus auch ausmachen müsste, damit es nicht nur ökonomisch und dann eben auch ja, partikularinteressenbasiert ein Stück weit orientiert ist. Deshalb, ich würde dich gerne nochmal fragen, wo du in der ganzen Arbeit für jeder Mensch gesehen hast, wo diese Übersetzung besonders gut gelungen ist, zwischen etwas Strukturellem, etwas auszuhandeln und etwas Intuitivem, etwas, was Leute inspiriert hat, was auch Mut gemacht hat, was so dieses, dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg, wenn ich es mal ganz platt formuliere, vielleicht auch ein Stück weit unterfüttert hat. Also so, dass wir nochmal in den letzten Minuten suchen, warum, also mich hat die eben sehr angesprochen, die ganze Initiative, weil wie das bei dir gewesen ist und wo du jetzt hoffen würdest, dass es vielleicht auch in so einem Moment und in den Abhängigkeiten, die wir besprochen haben, auch genau das Richtige sein könnte. Ich glaube, es hat nicht nur dich und mich angesprochen, es hat ja inzwischen so über 250.000 Menschen angesprochen, die auf www.jeder-mensch.eu unterschrieben haben. Das darf man auch nach wie vor. Und auch nicht nur in Deutschland und Österreich, wo das Buch natürlich als erstes erschien, sondern was mir eben so Mut gemacht hat, auch im Verlauf der ganzen Initiative war, dass wir wahnsinnig viele Zuschriften bekamen von überall aus der EU. Und es ist zum Beispiel jetzt aus einer privaten Initiative entstanden, dass das Buch auch auf Schwedisch übersetzt wird und im März dort erscheinen wird. In Polen ist es bereits erschienen, in anderen Ländern ist es auch erschienen oder wird bald erscheinen. Insgesamt sind, glaube ich, 12 EU-Länder inzwischen involviert. Und es ist tatsächlich diese einfache Botschaft, mit der viele Menschen zum Glück, die bei vielen Menschen resoniert. Und das ist auch das Schöne an unseren Grundrechten. Also du hast sie vorhin so ein bisschen geschildert, sie entwickeln sich quasi aus einem Moment der Abwehr heraus oder des Aufruhrs. Also der wird einem etwas eigentlich Selbstverständliches genommen und dann schützt man es durch diese Grundrechte. Und so sind ja alle Grundrechte im Prinzip entstanden. Also jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das steht bei uns im Grundgesetz. Also sollte total banal sein, aber es war eben nicht immer die Realität. Also, dass dieses Recht geschützt wurde. Jeder hat natürlich dieses Recht. Aber mit den Grundrechten gibt man Menschen Möglichkeiten, sie durchzusetzen. Und das verfängt man Menschen zum Glück. Und hat mir auch, wie gesagt, also durch diese Ausstrahlung über Deutschlands und Österreichs Grenzen hinaus, wo wir gestartet sind, hat mir das sehr viel Mut gemacht. Und das zeigt auch, glaube ich, also in so einer Situation, in der wir jetzt sind,
zeigt ein solches Projekt auch einfach nochmal, wofür wir uns einsetzen, wofür es die EU eigentlich gibt, also die Europäische Union. Ich habe einmal gelesen von einem japanisch-österreichischen Politiker, Richard Kodenhove Kalergi heißt der, der hat in den 20er Jahren die Pan-Europa-Union gegründet. Und da waren sehr viele illustre Persönlichkeiten drin, Albert Einstein und ich weiß nicht wer. Und er hat einmal formuliert, dass die europäische, also dass Europa einen Schiedsvertrag braucht, um innereuropäischen Frieden zu sichern, einen Defensivvertrag, um die russische Gefahr, also damals in den 20er Jahren, abzuwehren, und eine Zollunion, um Wohlstand zu schaffen. Und bei diesem zweiten Punkt mit Russland dachte ich immer, also als ich das bis vor ein paar Monaten noch gelesen hatte oder im Kopf hatte, ja, das ist total aus der Zeit gefallen. Aber ist es halt leider jetzt, wie sich erwiesen hat, nicht. Und das ist einfach, also die Europäische Union ist ein großartiges Projekt, wenn sie mit Leben gefüllt wird und wenn die Menschen das Gefühl haben, sie können sie auch selbst verändern und sie haben auch selbst etwas davon. Also jetzt, sie schützt sie kämpft für sie kämpft auch für eine bessere Welt. Und das verfängt offenbar bei den Menschen. Und das ist auch eine gute Brücke zur Zukunftskonferenz, die ja auch vorhin ganz kurz angesprochen wurde. Da sind wir natürlich auch dran. Also auch dort haben wir enge Beziehungen geknüpft und versuchen, unsere Idee auf der Zukunftskonferenz zu platzieren. Und ich hoffe, dass die jetzt auch nochmal einen neuen Boost bekommt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Europäische Union einfach nochmal neu zu denken und sie neu aufzuladen und mit diesen solidarischen Moment jetzt einfach zu nutzen. Ja, danke. Das ist, glaube ich, ein super Schlusswort für heute unser Thema, aber auch generell dieses, es lohnt sich, für die Dinge einzustehen, die uns wirklich wichtig sind. Und das ist ja auch wieder zentral, dann jetzt wollt ihr von oben herunter wieder Rechte formulieren. Nein, es geht ja darum, dass ein Grundrechtekonvent ist ja tatsächlich eine partizipative Initiative, eben auch parlamentarisch getragen, im Idealfall mit bürgerlicher direkter Beteiligung und so weiter. Es geht tatsächlich um die Manifestation, wie das, von dem wir sagen, dass es uns zentrale Werte sind, dass es uns wichtig ist, für uns Voraussetzungen sind, damit wir uns in Gesellschaften wohlsicher, damit sie die gewünschenswerte Zukunft tragen können, von der wir sagen, der wir leben wollen, und das dann eben entsprechend zu kodifizieren und zu schützen. Und dann ist es nicht für immer und ewig durchzusetzen und es wird weiter verhandelt werden. Aber das Verhandeln, das ist ja das, was uns lebendig macht, was uns von Algorithmen unterscheidet und was uns im Grunde genommen auch die Möglichkeiten gibt, Freiheiten immer wieder zu entdecken, neu zu konfigurieren und im Idealfall zusammen und nicht so stark gegeneinander. Und deshalb danke ich dir nochmal ganz, ganz, ganz herzlich und hoffe, dass mit jeder Mensch EU den Zukunftskonferenzen aus der aktuellen Situation auch etwas wie Aufbruchsstimmung und eine neue Verstetigung, dass es eben genau das Projekt ist, was du sagst, was sehr, sehr wünschenswert ist, aufrechtzuerhalten und eine positive Zukunft für uns bringen kann. Vielen Dank auch. Zurück ins Studio, glaube ich. Vielen die Technik, die uns hier geschaltet hat. Vielen, vielen Dank, Bisa Mouini und Maya Göpel, für das spannende Gespräch. Und bei uns geht es jetzt direkt weiter. Und zwar am Tisch sitzen bei mir, hallo, Juli Biemann von Coworkland. Hallo. Und zugeschaltet Andreas Willisch, Soziologe und Biobauer vom Thünen-Institut. Und vielleicht fangen wir einfach mal an. Juli, kannst du uns mal erklären, was macht ihr eigentlich bei Coworkland? Genau, die Cowork-Landgenossenschaft, danke erstmal für die Einladung, erstmal die Formalitäten vorweg, ist eine Genossenschaft, die sich zusammensetzt aus größtenteils Menschen, die einen Coworking-Space betreiben, aber, wie der Name schon sagt, Cowork-Land auf dem Land. Das Ziel dabei ist, Coworking-Spaces finden wir generell eine gute Sache, aber eben auf dem Land spezifisch nochmal zu fördern und zu unterstützen, weil sie es da per se natürlich schwerer haben. Es gibt weniger Menschen, in digitalen Berufen, es gibt weniger Menschen, die das Konzept kennen. Und aber aus dem Gedanken heraus, dass es gerade auf dem Land auch sinnvoll ist, da leben viele Menschen, die zum Arbeiten pendeln müssen, da leben viele Menschen, die selbstständig arbeiten und das eben bei sich zu Hause tun müssen, weil es wenig offene, öffentliche Räume gibt, hat sich eben diese Genossenschaft gebildet, die da unterstützen will, Gründungsinteressierte zusammenzubringen, Menschen, die schon Coworking Spaces haben, eben zu unterstützen, Sichtbarkeiten zu schaffen, auch tatsächlich auch in die Politik auszustrahlen, um das ganze Thema eben voranzubringen. Spannend, okay. Wir werden gleich dazu auf jeden Fall weitersprechen. Und Andreas Willisch vom Thünen-Institut, was macht ihr beim Thünen-Institut?
Das Thüneninstitut haben vor vielen Jahren Professoren gegründet, die den Namen Thünen zunächst mal einfach schützen wollten. Und wir arbeiten seit 2002 am Thüneninstitut und beforschen und begleiten Menschen bei der Transformation ländlicher Räume. Wir haben mal angefangen, klassisch soziologisch, haben nach Problemen in ländlichen Räumen gesucht und haben aber relativ bald festgestellt, dass unglaublich viele Leute unterwegs sind mit eigenen Ideen, mit Kraft, mit Power, diese ländlichen Räume, insbesondere in Ostdeutschland, wo wir sehr aktiv sind, umzugestalten. Wir begleiten die, wir führen ein Programm durch, Neulandgewinner, wo wir die Menschen auch mit finanziellen Mitteln ausstatten. Das ist der Hintergrund, von dem aus wir argumentieren können. Ihr setzt euch beide also sehr stark für Wandel ein. Und Wandel ist ja etwas, was wir bei der Utopie-Konferenz immer gerne sehen, was ja so ein bisschen Teil unserer DNA ist, kann man sagen. Und ihr habt euch mit dem Wandel der neuen oder der Ländlichkeit beschäftigt, zur neuen Ländlichkeit. Könnt ihr uns einmal gerne einen Einblick geben, was hat es mit dieser neuen Ländlichkeit auf sich? Soll ich mal starten, Andreas? Ja, gerne. Genau, tatsächlich startete unsere Beschäftigung mit der neuen Ländlichkeit quasi im Rahmen der Utopiekonferenz hier an der Leuphana letztes Jahr. Da haben wir die Gelegenheit bekommen, auch einen Slot selber zu gestalten und haben uns teils vom Coworking-Aspekt, teils aber eben auch vom großen Ländlichkeitspunkt aus gesehen, die Frage gestellt, wie können wir eine neue Ländlichkeit gestalten, wie kann die entstehen? Diese auch utopische Fragestellung aufgegriffen der ganzen Konferenz und hatten da die Gelegenheit, ein Spiel zu entwickeln, das wir vorab eben auch in so Regionalcamps haben spielen lassen können. Und da sind sehr tolle, interessante, wir haben sie Rezepte genannt, Rezepte für eine neue Ländlichkeit, bei herausgekommen, die wir dann hier in einem zweiten Schritt an der Uni selbst nochmal weiter verarbeiten konnten, nochmal aufgreifen konnten. Und so haben sich letztendlich knapp 100 Leute überlegt, wie kann eine neue Ländlichkeit aussehen, was ist unser utopisches Bild einer Ländlichkeit. Und diese Vision habt ihr zusammengefasst in einer Karte und jetzt Weltpremiere. Erstausstrahlung dieser Karte. Schon wieder. Heute echt eine Weltpremiere nach der anderen. Wir schauen uns die Karte mal an. Und dann könnt ihr uns vielleicht ein bisschen durchführen, wie ist diese Karte zu lesen? Also grundsätzlich erstmal im Ganzen. Ja. Also man, sie ist schon so konzipiert, dass man sie eben als Ganzes betrachtet. Denn wir haben festgestellt in der ganzen Beschäftigung mit dem Thema, es gibt nicht den einen Punkt, wo man sagen kann, den gucken wir uns an und wenn wir den irgendwo implementieren, dann ist die utopische Ländlichkeit entstanden. Sondern wichtig ist es eben, sich das Gesamtbild anzugucken, unterschiedliche Aspekte auch mit einzubeziehen. Und dann sieht man ja auch die unterschiedlichen Farben auf der Karte. Die sind angelehnt an die Hashtags, die die Utopiekonferenz 2021 auch hatte. Die haben wir uns gar nicht ursprünglich als Ziel gesetzt und gesagt, jetzt gucken wir uns Hashtag utopisch teilen an und jetzt den Hashtag utopisch entfalten, sondern wir haben festgestellt, wir haben viele Rezepte bekommen, viele Inputs bekommen und die lassen sich eben tatsächlich auch nach diesen Hashtags ganz gut ordnen, damit man einen Überblick bekommt, was denn alles so möglich ist. Jetzt habe ich gesehen, dass eben in der Karte im Mittelpunkt eine Scheune ist. Vielleicht schauen wir uns die Karte nochmal an und zoomen so ein bisschen mal auf die Scheune rein. Und Andreas, was hat es, ist das der Kern der Karte? Ist das der Kern der Vision? Was hat es damit auf sich? Ich glaube, bevor wir zu dem Kern kommen, muss man noch einen Gedanken vorneweg schicken, was eigentlich der Kerngedanke dieser Karte eigentlich ist. Und zwar geht es uns, und da haben wir am Anfang, bevor wir die Rezepte gesichtet haben, sehr lange drüber gesprochen. Es geht uns um sowas wie Fragmentierung zu überwinden. Also die Karte ist eigentlich ein Versuch zu zeigen, dass der ländliche Raum, der neue ländliche Raum, den es interessanterweise schon gibt, nur in dieser Verbindung, wie wir ihn jetzt in diese Karte gebracht haben, gibt es ihn so noch nicht, dass wir dort Verbindung herstellen müssen. Das ist das ganz Wesentliche, auch gerade in diesen Zeiten. Wir wissen, ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt, dem gehört mein Dorf, oder
wer sich mit Eigentumsrecht im ländlichen Raum beschäftigt, wir haben dort eine unglaubliche Konzentration von Eigentum, von Fragmentierung. Und das Besondere an dieser Fragmentierung ist, das haben wir festgestellt in diesen Transformationsforschungen der letzten Jahre, es ist eine sehr neoliberale Fragmentierung. Das heißt, der Gewinner nimmt eigentlich alles, der bestimmt alles. Es gibt Dörfer, wo nur noch 5 Landwirten die ganzen Flächen gehören. Der Film, Wem gehört mein Dorf, spielt auf Rügen, wo der Tourismus sozusagen die Lebenswelt eines ganzen Dorfes in einer ganzen Region vollkommen für sich beansprucht. Und von diesen von sich Beanspruchen wollen wir weg. Und wir können das zeigen. Wir haben super gute, viele Beispiele gefunden. Wir haben in den Rezepten sehr, sehr viele gute Anregungen gefunden. Und es geht darum, den ländlichen Raum, die Leute, die Ideen wieder in Verbindung zueinander zu bringen. Und dadurch entsteht Bewegung und dadurch entsteht sowas wie so ein utopisches Momentum. Da kann man in die Zukunft aufbrechen, da kann man vorandenken, wenn man mit anderen Leuten gemeinsam ist. Und im Kern steht tatsächlich ein Gebäude, weil in all den Rezepten und in all den Neulandgewinnerprojekten, die wir begleiten seitdem, geht es immer um Räume für Gemeinschaft, um Räume für Zusammenhalt. Das ist was ganz Zentrales. Und es geht nicht nur darum, dass da jetzt so ein Haus steht, wo man sich treffen kann. Es gibt viele Dorfgemeinschaftshäuser, die nicht die Funktion erfüllen, sondern es geht darum, die Vision und die Utopie zu entwickeln, wie sowas entstehen kann. Also dieser gemeinsame Prozess, ein Haus für Zusammenhalt zu bauen und das dann auch im Zentrum zu stellen, das ist die Idee des Kerns an dieser Stelle. Also der Austausch zieht sich durch die gesamte Vision, verbindet alles. Wenn wir auf der Karte jetzt nochmal ein Stückchen weiter wandern und vielleicht mal ein bisschen reinzoomen, es ist ja so eine Art Wimmelbild in sich auch, und zum Beispiel jetzt mal hier unten rechts hinwandern. Könnt ihr uns einen Einblick geben, vielleicht mal so eine Idee rauspicken, was es mit der neuen Ländlichkeit da vielleicht als eine Vision in dieser großen Utopie vor sich hat, auf sich hat? Ja, klar. Das ist jetzt, wir haben die Hashtags ja nach Farben geteilt, wenn man es jetzt einordnen wollte, wäre es der Hashtag utopisch arbeiten. Mhm. Sieht man ja auch, es geht um freie Arbeitsstrukturen, mobiles Arbeiten. Und da geht es ganz stark auch nochmal um den Punkt, nicht Arbeit und Leben so stark voneinander abtrennen zu müssen, wie es viel jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts so war, teilweise sich auch vorzieht noch. Stichwort Schlafdörfer, Stichwort Pendelstrecken explodieren, sondern dass es darum geht, das Ganze zusammenzudenken. Mhm. Also ich kann an einem Ort leben, ich kann da auch arbeiten. Und zwar, man sieht es da, es gibt da den Laptop auf dem Bild, es gibt aber auch den Traktor und die Kuh. Also es geht auch nicht darum, nur jetzt moderne, in Anführungszeichen, Arbeit irgendwie aufs Land zu verfrachten, sondern das Ganze auch zu verbinden, da die Verbindung herzustellen zwischen den unterschiedlichen Arbeitstypen. Aber da ist es so ein bisschen vielleicht die Frage, inwieweit ist es denn eine Art Urbanisierungsprozess der neuen Ländlichkeit und inwiefern unterscheidet es sich dann doch eben von Städten und was wir da beobachten? Nein, es bleibt, glaube ich, hat mit Urbanisierungsprozess nichts zu tun und die Ideen, die Menschen aufs Land führt, die führt sie ja aus der Stadt im Grunde genommen heraus. Eine Stadt als ein Ort der Angebote mitweilen, auch der Überangebote, gehen die Leute ja aufs Land, um sich in Verbindung zu Landschaft und zu Natur vielleicht zu versetzen. Und aus diesem Verhältnis, das sich in Verbindung setzen mit Landschaft, entstehen wiederum sehr eigene, neue, ländliche, kreative Ideen. Insofern ist es nichts, was von der Stadt aufs Land transportiert wird, auch wenn die Leute, aber das ist ja nicht erst seit der Pandemie oder seit heute so, dass Leute vom Dorf in die Stadt und von der Stadt wieder aufs Dorf gehen. Sie bringen ihre Ideen mit, sie bringen ihre Erfahrungen mit und diese eigentümliche ländliche Kultur, die schafft eben eigene Ideen. Und das ist, glaube ich, in der Karte total schön dargestellt worden. Darf ich unbedingt noch?
Wir müssen unbedingt noch, weil wir bei den Beispielen sind, wir müssen unbedingt auf das Taco zu sprechen kommen. Den habe ich auch schon, gesehen. Den habe ich mir fett hier eingetragen. Das machen wir auf jeden Fall. Und vorher wolltest du aber auch noch was sagen. Genau, ich wollte gleich eigentlich noch was ergänzen zu Andreas Beitrag. Und zwar, dass natürlich die Voraussetzungen immer noch auf dem Land ganz andere sind als in der Stadt. Also alleine, wenn man sich eben die Größe der Orte anschaut und die Zahlen der Bevölkerung. Also du hast ja eine ganz andere Grundvoraussetzung, wenn du in einer Millionen-Einwohner-Stadt lebst, wo du dann auch deine Nischen immer finden kannst und quasi auch vollkommen an anderen Leuten vorbeileben kannst, auch wenn die nur drei Häuser weiterleben. Und in ländlichen Regionen, Dörfern und Kleinstädten ist das natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung. Du musst viel mehr dich öffnen, du musst viel unterschiedlichere Menschen auch an dich heranlassen, um das soziale Gefüge quasi überhaupt um dich rum aufzubauen. Da sind wir wieder bei der Scheune dann auch tatsächlich. Ja. Von dem Kerngedanke. Und jetzt aber schauen wir auf den Taco. Wir schauen nochmal auf die Karte und wandern nochmal ein Stückchen weiter oder raus auf den Taco. Und sobald man ihn sieht, der als erstes ihn sieht, ruft Taco. Da Taco. Ist schon. Sehr gut. Okay, was hat es mit diesem, ist es Abendessen fürs Utopiestudio, was hat es mit dem Taco auf sich? Das ist eine interessante Geschichte. Und zwar aus zwei. Und die hat uns, um die weiterzuerzählen, wir haben eigentlich Geschichten erzählt, und die weiterzuerzählen, hat uns, glaube ich, gemeinsam riesengroßen Spaß gemacht. Den Taco, die Taco-Genossenschaft, die gibt es in Wirklichkeit tatsächlich. Und das ist eine Erfahrung, die wir zunächst gemacht haben. Und das ist das, was auch hier drin steht. Wertschätzung von Handgemachten, solidarische Landwirtschaft. Das sind also Dinge, die gibt es tatsächlich. Und wir haben auf der Utopie-Konferenz festgestellt, dass, wenn wir mit wachen Augen durch die Gegend gehen, wir wahnsinnig viele gute Beispiele finden von Leuten, die sich aufgemacht haben in das, was wir Utopie nennen, in die Zukunft. Und der Taco, das ist angelehnt in ein Dorf, ganz in Vorpommern, also da, wo man sozusagen die komplette Peripherie vermutet. Dort ist eine Bäckerei, ist es ja im Grunde genommen hingegangen, weil es dort eine ökologische Landwirtschaft gab. Dort gab es aber nicht nur eine ökologische Landwirtschaft, sondern es gibt dort auch eine Bio-Bodengenossenschaft, also eine Genossenschaft, die Boden aufkauft, um sie Biolandwirten zur Verfügung zu stellen und dort einen eigenen Betrieb bereitstellt. Die Leute haben sich also kennengelernt, die Taco-Bäcker, und das ist unsere Geschichte, und die Bio-Bodengenossenschaft, und haben festgestellt, dass sie Dinge gemeinsam machen können. Das heißt, die in Vorpommern, also da, wo wir immer die Peripherie vermuten und wo es gar nicht mehr weitergeht, dort stellen die jetzt den Mais her für die Taco-Produktion. Und daraus haben wir eine ganz lange Geschichte gesponnen, wer da eigentlich irgendwie zusammenkommt, eine Geschichte von globalen Finanzströmen, die sich bei einer Ausstellungseröffnung in einem Gemeinschaftshaus, wie wir das hier im Zentrum gefunden haben, treffen. Und daraus entsteht sozusagen ein Netzwerk, eine Kette von Wertschöpfung und Wertschätzung. Und das ist eigentlich die Geschichte des Tacos. Das klingt großartig. Und ich merke schon, da stecken noch viel, viel mehr Punkte in der Karte und Ideen, die wir leider jetzt gar nicht alle abdecken können. Aber nochmal zum Abschluss, wie geht es denn jetzt mit der Karte weiter? Ist die jetzt, geht die jetzt erstmal raus in die Welt? Geht es weiter? Was mit den Wegen, die rausführen? Genau, du hast schon angesprochen, die Karte hat Wege. Also sie stellt ja einen Ort dar, der natürlich auch Straßen hat im Ort. Aber die sind auch mit Absicht so angelegt, dass sie eben auch aus der Karte herausführen. Das heißt, diese Karte ist gar nicht in sich abgeschlossen, die ist erweiterbar. Und das Ziel ist eben, erstmal sie hinauszugeben. Sie soll Denkanstöße bieten können, schon mit dem, was auf ihr schon existiert. Aber sie eben auch weiterzuführen, mit neuen Ideen zu füllen, weil natürlich auch eine Utopie, selbst wenn sie als Nichtort ja gar nicht existiert, ständig im Wandel ist. Die Vorstellungen, was erstrebenswert ist, ändern sich ja auch. Genau, und mit ein bisschen Glück können wir das ja sogar an der Leuphana hier weiterentwickeln. Mal schauen. Es geht auf jeden Fall weiter. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Julie Biemann von Coagland und Andreas Willisch vom Thünen-Institut. Schön, dass ihr da wart. Ihr habt gesagt, es geht noch weiter, und es geht auch weiter mit der Utopie-Konferenz. Und zwar jetzt einmal Zettel und Stift rausholen. Wenn Sie digital unterwegs sind, sonst einfach Instagram zum Beispiel und direkt in der Story posten und uns verlinken. @Utopie-Konferenz zum Beispiel. Und zwar,
laden Maja Göpel und Richard David Precht vom 30. August bis zum 2. September 2022 wieder zur Utopie-Konferenz ein. Hoffentlich dann mit ein bisschen Glück zum Anfassen hier vor Ort. Und bis dahin am besten nochmal auf www.leufana.de/utopie sich ein wenig umschauen, zum Newsletter anmelden, wenn Sie möchten. Gibt es ganz, ganz große Mediathek. Auch da wird die Karte noch zu finden sein. Also ganz viele Verlinkungen auf jeden Fall mal auschecken. Uns auf Instagram folgen, wenn Sie möchten. Und jetzt, wie angekündigt, die große Filmpremiere zum Abend. Der Film zur Leufana Utopie-Konferenz 2021. Bleiben Sie utopisch. Wir sehen uns im Sommer. Machen Sie es gut. Wir haben das schicksalhafte Glück oder Nicht-Glück, in einer sehr, sehr bewegten Zeit zu leben. Das Alte stirbt. Also wir wissen, es wird nicht mehr tragfähig bleiben. Das Neue ist aber noch nicht geboren. Das heißt, gibt uns noch nicht genug Angriffsfläche im Sinne von wirklich greifen, es packen können, ihm zu vertrauen, dass es uns halten kann. Jetzt ist die strukturelle Krise so ausgereift, dass wir tatsächlich Dinge für machbar, für möglich und realisierbar halten, die vorher eben sich nicht durchsetzen konnten, wo sich nicht mal Leute getraut haben, sie zu thematisieren. Ich habe das Gefühl, es ist wieder ultra viel los auf der Welt. So eine Gleichzeitigkeit von Krisen, mitten in der Pandemie, diese ganzen Waldbrände, die Überflutungen. In Wirklichkeit, also es ist eine Dystopie, was da vor uns steht. Ne? Es ist so, dass wir die Haut der Erde zerstören. Und da ist so ein Fenster, was wir wahrnehmen können, um nicht dann von einer Katastrophe in die nächste zu hüpfen und die ganzen Impulse, diese Katastrophenimpulse auf den Versuch, demokratisch, freiheitlich, selbstbestimmt, selbstverwirklichend zu leben, den kapieren wir ja auch noch gar nicht, was das alles mit uns macht. Aber am Ende des Tages wird eine nachhaltige Art des Wirtschaftens nur dann möglich sein, wenn wir auch den sozialen Frieden schaffen, die Integration der Gesellschaft stärken, weil die Digitalisierung, nämlich genau die Technologie, zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen wird. Wenn ich nicht mal mehr die Leute im Supermarkt sehe, weil ich bei Gorillas alles noch zu mir nach Hause bestelle, dann begegne ich anderen nicht mehr. Und dann kann sowas wie ein kollektives Momentum ja auch gar nicht bestehen. Der Mensch ist ein ultrasoziales Säugetier, das verkümmert, wenn er nicht mit anderen verdrahtet ist. Das Neue ist immer das, was im Alten vorhanden, aber noch unentzifferbar, unkenntlich war. Ja. Wenn man sich die Struktur oder die DNA von Gesellschaften ansieht und dann guckt, wann haben sich Gesellschaften verändert, unter welchen Umständen haben sie das getan, dann fällt der Blick aus der Makroperspektive auf eine Zeit, wo wir sagen, wir befinden uns tatsächlich, und zwar nicht nur in einer eingebildeten, sondern in einer historischen Umbruchssituation, in gewisser Hinsicht in der größten Umbruchssituation seit etwa 200 Jahren. Es ist die Revolution nicht der Produktionsmaschinen, sondern die Revolution der Informationsmaschinen. Die Revolution der Produktionsmaschinen hat die bürgerliche Erwerbsarbeitsgesellschaft geschaffen. Die Revolution der Informationsmaschinen schafft etwas, was ich Sinngesellschaft nenne. Eine Gesellschaft, in der sich für die Menschen, in deren Mittelpunkt nicht in allererster Linie die Arbeit um der Arbeit willen beschäftigt, sondern die Frage, etwas Sinnvolles zu tun. Und wenn wir jetzt noch bedenken, dass die revolutionäre Zeit, in der wir uns befinden, eine doppelte ist, weil es ja nicht nur das zweite Maschinenzeitalter ist, sondern weil es gleichzeitig noch die Nachhaltigkeitsrevolution ist, die wir machen müssen. Wenn wir das beides zusammendenken, dass die digitale Revolution gleichzeitig eine Nachhaltigkeitsrevolution sein muss, dann versteht man die Größenordnung der Aufgabe, vor der wir standen. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, es ist die größte Aufgabe, vor der die Menschheit seit mehreren hundert Jahren steht. Und jetzt geht es darum, dieses utopische Momentum wiederzuhalten und wieder den Mut zu haben,
innerhalb des sterbenden Systems die neue, das neue System aufzubauen, das Neue zu sehen. Und deshalb sind hier Zukunftssehende versammelt. Und sich zu trauen, genau diese Nein-und-Geschichten zu erzählen. Nein, das funktioniert nicht mehr. Und hier gibt es eine Vielzahl neuer Ideen. Das ist ein utopischer Gedanke, ja. Es gibt auch Leute, die wollen auf jeden Fall all ihr Erspartes einsetzen für ein Einfamilienhaus mit Hund. Kennt man ja, ne? Diese Bilder, diese Lebensentwürfe, das kriegen wir nicht weg. Es gibt einfach viele Leute, die wollen das. Das Problem ist wirklich aktuell mit dem Klimawandel, ja. Wir können uns eigentlich das nicht leisten, dass wir Einfamilienhausgebiete haben. Wir können es uns platzmäßig nicht leisten. Es ist eine riesengroße Katastrophe. Immer diese ganzen Wege, die wir dann auch bauen müssen, die ganzen Leitungen, die wir legen müssen für die paar Leute, die da irgendwo am Rande der Stadt wohnen wollen, nur weil sie ihre Ruhe haben wollen. Das ist ein unwahrscheinlicher Aufwand für die Gemeinschaft. Und die Frage ist, wie kann man es aber machen, dass es trotzdem ökologisch ist? Und eine Idee ist, dass wir sagen, wir packen diese Einfamilienhäuser einfach aufs Dach. Wir könnten uns ja auch überlegen, ja, wie würde denn eine Gesellschaft aussehen, wenn wir auf einem blanken Planeten sind? Was wäre denn, wenn wir so eine zu interplanetaren oder multiplanetaren Wesen werden würden? Was müssten wir erbauen auf dem Mars beispielsweise? Und müssten wir mit Ressourcen umgehen? Also es dürfte nichts verloren gehen, ne? Also insofern, wir müssten alle zusammenhalten. Also für mich gehört zum Teil schon mal ganz elementar, dass alle Menschen die Erde teilen, und das heißt, dass es keine Grenzen mehr gibt. Also in dem Sinne, dass alle Menschen überall hin können und sich auch überall frei niederlassen können. Die Utopie wäre für mich sehr einfach, nämlich Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen und erträgliche Temperaturen. Und alle diese vier Grundpfeiler für unsere Physiologie, für unsere Biologie sind gerade in Gefahr. Ich glaube, dass unsere Aufgabe für die nächste Generation und auch für so eine Utopie ist, eine Utopie eben zu leben, die der nächsten Generation ermöglicht, besser dazustehen, als wir da standen. Wer rund um die Uhr arbeiten muss, um zu überleben, der kann das nicht machen. Und plötzlich sind Technologien da, um uns effizienter zu machen, die uns helfen, Kapazitäten freizumachen, um an wirklichen Problemen zu arbeiten. Aber wir müssen entscheiden, dass wir an wirklichen Problemen arbeiten wollen. Das hier ist ein Wohnblock. Also hier am Rand gibt es Wohnungen, mhm. Ja, und die sind sehr dicht bebaut. Das heißt, da haben wir die Dichte, die wir brauchen, damit wir genügend Menschen auch wirklich dort haben, damit sich halt zum Beispiel auch ein Kiosk lohnt oder eine Kneipe, eine Bar, ein Theater, ein Supermarkt, was auch immer. Manche würden sagen, ja, der Wohlstand, das Wachstum sozusagen ist doch Treiber genug. Aber ich glaube, dass wir eher sehen sollten, wie wir als Gesellschaft glücklicher werden und zufriedener werden. Und das sollte eigentlich unser Treiber sein, um gute Ideen zu verfolgen. Ich habe erst vor kurzem mit großer Freude mal mir angeschaut, was für Läden, ja, und Angebote eigentlich in einer kurzen Straße sich befinden, die in Berlin-Kreuzberg beheimatet ist. Diese Straße heißt Nostitzstraße. Die ist nicht bekannt. Kein Mensch kennt die Nostitzstraße. Aber wenn ihr mal in Berlin seid, dann guckt sie euch mal an. Dann werdet ihr sehen, krass, dass das möglich ist. Die Nostitzstraße beginnt mit einem Lokal, der heißt Zwanglos 2. Das ist ein Swingerclub. Okay. Gleich daneben kommt ein SM-Studio, dann so ein Weingeschäft, dann gibt es einen Fahrradladen, einen Plattenladen und eine Moschee.
Ja? Okay. Und dann kommt meine Kita, also da, wo meine Kids sind. Und das alles in einer Straße auf 200 Meter. Und die Leute schlagen sich nicht die Köpfe ein. Ja? Und ich denke, das ist das, was eine gute Nachbarschaft ausmacht, dass du eine gewisse Diversität da hast, die auch vielleicht bereichern kann. Begegnungen sind das ein und alles, glaube ich. Also dieses Verständnis von Menschlichkeit und von einander irgendwie wahrnehmen als Mitmenschen und auch die Werte zu leben, die einfach eine Gesellschaft ausmachen. Ne? Eine Gesellschaft bedeutet gesellig sein. Ich glaube, das ist das, ein und alles. Ist der Kitt unserer Gesellschaft und vor allen Dingen dann auch ein Grundstein für die Demokratie. Auch zu verstehen, dass das, was wir hier tun, von was wir leben, fundamental den anderen woanders betrifft, und zwar jetzt auch. Ne? Dass, wenn wir das lernen würden und fühlen könnten, dann hätten wir auch eine Kraft gewonnen, besser mit unseren Entscheidungen umzugehen. Verständigung ist die Überwindung von Grenzen. Da müsste man doch jetzt überlegen, was sind denn Grenzen? Da gibt es hierarchische Grenzen. Also Verständigen hat ganz viel auch damit zu tun, sich selber zu kennen, seine eigene Haltung zu kennen oder auch sich verorten zu können als Person. Dann kann ich mich verständigen. Also ist vielleicht der erste Punkt zur Verständigung auch bei Kindern herauszufinden, wer bin ich, was möchte ich in die Welt bringen. Klar, versteht man sich in einer WG zum Beispiel, ne, wo, also ich bin Veganer und ich würde mich wahrscheinlich in einer Wohngemeinschaft wohler fühlen, wo nur Veganer sind. Ja? Ich bin Nichtraucher, ich würde mich wahrscheinlich auch wohler fühlen in einem Umfeld, wo alle nicht rauchen. Aber insgesamt, gesamtgesellschaftlich, ist es besser, wenn immer noch so eine Raucherin dabei ist, noch jemand, der so gerne grillt und Barbecue macht in der Küche. Und wenn es da immer wieder so kleine Reibungen gibt, weil das trainiert die Menschen, sozial zu bleiben. Und am Ende führt es ja zu einer Sache, die Forscherinnen zum Beispiel Resilienz nennen. Das heißt, dass eine Gegend widerstandsfähig bleibt gegenüber Katastrophen, gegenüber gesellschaftlichen Umschwung, gegenüber Diktaturen, gegenüber Hass auch. Ja, also diese Durchmischung ist in jeglicher Hinsicht wirklich bereichernd. Also das ist alles hier so am Rand. Und in der Mitte gibt es einen Park, der ist auf dem Dach, ja, und hier in der Mitte gibt es einen Wasserspeicher. Das ist, wir nennen es Teich. Und darunter gibt es halt einfach eine große Halle, ja, das ist hier drunter, wo alles Mögliche sein kann, was öffentlich zugänglich ist. Eine Turnhalle zum Beispiel für eine Schule oder auch ein Supermarkt, ja, oder ein Apple Store oder keine Ahnung, irgendwas, was halt viel Platz braucht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Block, wir nennen ihn Salzburger Block, der wäre nicht nur einmal, ne, sondern wäre ein Prinzip, ja, also wäre praktisch eine Regel, die sich unendlich multipliziert. Das heißt, hier wäre der nächste Salzburger Block, hier wäre der nächste, hier der nächste, hier der nächste. Dann würdest du, wenn du von oben gucken würdest, Google Maps, würdest du nur noch grün sehen, ja, weil oben sind ja wirklich nur noch Parks und Teiche. Also du guckst praktisch in so eine grüne, blaue Utopie. Die Ideen sind gar nicht neu, also dass man sozusagen einen Park oder einen Garten oder eine Wiese auf einem Parkhaus hat, das ist wirklich überhaupt nichts Neues. Ja? Was vielleicht ein bisschen Neues ist, dass man in der Mitte schon so einen Regengarten anlegt, ja? Weil da muss man schon so ein paar Sachen beachten und vor allem man muss es politisch wollen, dass da wirklich auch ein Teich ist, also ein Bereich ist, den man jetzt nicht verkapitalisieren kann. Man könnte auch hier wieder noch Fläche vermieten, aber aus ökologischer Sicht kann es Funktion übernehmen. Es kann Wasser speichern, es kann abkühlen, wenn es zu heiß ist. Es kann Regenwasser filtern. Das könnte auch ein sogenannter Regengarten sein oder eine Zisterne. Also gibt es verschiedene Modelle, wie man mit Wasser umgeht. Und der ist immer in der Mitte von jedem Block. Das ist ein Wohnblock. Und mein Vorschlag wäre, dass wir keine Einfamilienhäuser mehr bauen, sondern nur noch diese Wohnblöcke mit einem grünen Dach. Und die Einfamilienhäuser, die sind einfach hier oben. Ne? Stell dir vor, das ist wie so eine Schrebergartensiedlung. Hier ist der Gemeinschaftsgarten, ne? Und hier an den Seiten sind die Parzellen. Ich träume ein bisschen von einer Welt, in der der Umgang mit den Dingen vielleicht eine ganz andere Form hat. Vielleicht eine Form, die ich noch gar nicht weiß, weil dann ein anderes Selbstverhältnis entsteht, ein anderes Sozialverhältnis, ein anderes Dingverhältnis. Diese ganze Diskussion um
Resonanz hat natürlich was damit zu tun, dass wir uns sonst immer verwerten müssen. Und wenn ich mich verwerten muss, dann habe ich Leistungsangst, dann habe ich Konkurrenz, Druck, dass wir eigentlich im strukturellen Hass leben, immer das Gute für uns, also das Schlechte für die anderen wünschen müssen, dann kann ich eben nicht das, was ich tue, nicht so gestalten, wie ich es will, sondern wie mein Chef es will oder der Markt es will. Das heißt, wir gehen ganz stark davon aus, dass Menschen sich in dieser Welt verwirklichen wollen. Die Freiheit und den Raum haben, ihre Gaben in die Welt zu bringen. Also, wo eigentlich Hobby und Beruf gar nicht mehr so klar trennbar ist, weil die Leute einfach das machen können, worauf sie Lust haben, wo sie ja auch stark sind in der Regel. Das geht ja eigentlich miteinander einher. Wir wünschen uns eine Arbeit, wo wir das Gefühl haben, hier kann ich mit meinen Fähigkeiten etwas voranbringen, was gebraucht wird idealerweise. Ja, und wo ich selber auch ständig lerne, reflektiere und mich auch verbessere. Das gibt ja unheimlich viel, ja, viel Befriedigung, wenn das passieren kann. Man arbeitet 15 Stunden die Woche und den Rest der Zeit hat man frei zur Verfügung. Und was mir ja auch Wert gibt, sozusagen. Und das kann ja sein, ich übernehme Care-Arbeit für meinen Nachbarn. Ich gehe einkaufen oder bringe eine Glühbirne an oder so. Also Sinn muss ja nicht nur von der Lohnarbeit kommen, das kann ja auch andere Art von Arbeit sein, die nicht bezahlt ist. Wenn man das Gefühl hat, man ist niemand, wenn man nicht arbeitet, ich glaube, das ist das ursprüngliche Problem. Die Menschen können eine Chance für den Planeten sein, sie können die anderen Lebewesen unterstützen. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, wenn Menschen Angst haben, wenn man sagt, es wäre eigentlich besser, es gäbe dich ja gar nicht, sind Menschen raffgierig und feindselig. Also man erreicht gerade das Gegenteil davon. Wir kommen dann zu einem bescheideneren Lebensstil, nicht deshalb, weil es uns irgendjemand vorschreibt und sagt, heute ist ein Veggie-Tag oder keine Einfamilienhäuser, sondern wir kommen zu einem bescheideneren Lebensstil, weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Also die Ideen, zum Beispiel diese Idee, ist im Rahmen der Forschung Circular City entstanden. Das ist ein Projekt, an dem ich forsche seit einigen Jahren, die zirkuläre Stadt. Da geht es darum, dass wir halt versuchen, die Funktionen der Stadt nicht nebeneinander zu sortieren, zum Beispiel Schrebergarten neben dem Wohnviertel oder Supermarkt neben dem Friedhof, sondern Friedhof auf Supermarktdach rauf, Schrebergarten auf dem Dach von der Schule drauf, also dass wir eher so zirkulär denken. Es geht hier auch um die Frage der Enkeltauglichkeit und deswegen sind die Fassaden ja auch so, wie sie sind. Die sind total verspielt und springt so hoch und runter und das ist nicht eine Fassade, die irgendwie gleichmäßig um den ganzen Block gerollt wird, sondern das soll verspielt sein, das soll sehr divers sein und soll vor allem reparierfähig sein. Also dass man sagt, okay, das Ding gefällt mir nicht, na gut, dann baue das halt einfach nochmal neu oder reparier das. Der Baum, der ist krank, na gut, dann müssen wir da einen anderen Baum pflanzen. Also dass es eher so punktuell auch von Menschen verstanden werden kann, das System, und auch repariert werden kann. Das Beste wäre, wenn man Projekte wirklich erlebbar macht. Wenn Leute einfach irgendwo mitmachen können und dann bei dem Erleben einer vielleicht etwas anderen Lebensweise feststellen, ach ja, das ist ja eigentlich ganz praktisch, macht auch irgendwie Spaß, hat irgendwelche Vorteile. Ohne dass man das jetzt akademisch beschreibt, weil das ist ja auch ein großes Problem, dass wir ganz, ganz viele akademische Debatten immer führen, die für viele Leute auch komplett unzugänglich sind. Und das Erleben und Mitmachen ist eigentlich etwas, was es viel leichter macht, Veränderungen auch zu sehen und umzusetzen. Dass man mit dem einen Bein im Bestehenden steht, das ist das Standbein, und mit dem Tanzbein irgendwie versucht, was Neues auszuprobieren, ja, wie diese andere, die kommende, die zukünftige Gesellschaft denn funktionieren könnte. Also es gibt einfach so viele verschiedene Ideen, ja, oder Utopien, wenn du so willst, wie das gute Leben sein soll. Und gerade in der Stadt kannst du nicht halt dein Ding durchziehen, sondern du musst dich immer wieder auf Kompromisse einlassen, immer wieder verhandeln und immer wieder kämpfen. Das ist sehr anstrengend auch, ja. Aber das gehört dazu. Ihr müsst das nicht aus Nächstenliebe tun. Ihr müsst es nicht aus Überzeugung tun und weil wir den Panda-Bären so süß finden, Artenschutz, sondern diese Krisen, Pandemie, Klimakrise, Artensterben, die hängen so eng zusammen. Aber im Kern geht es darum, dass wir die Lebensgrundlagen für uns selber zerstören. Das Nachdenken über Utopien kann auch wie Tagträumerei,
für realitätsfern, für verschroben, unrealistisch gehalten werden. Vielleicht ist es das ja auch an ein oder anderer Stelle. Aber wenn wir das ernst meinen mit dem Nachdenken, mit dem radikalen Nachdenken über ein anderes Morgen, dann müssen wir uns verständlich machen. Dann müssen wir in unseren Gedanken konkret werden. Wir müssen verschiedene Ausdrücke und Sprachen finden, um die Wichtigkeit dieses Nachdenkens herauszustellen, um transparent zu machen, was die Zwischenergebnisse dieses Nachdenkens sind. Und wir müssen offen bleiben für die Teilhabe und Teilnahme anderer an diesem Denkprozess. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir am Ende vielleicht eine schöne Utopie entwerfen, aber es macht keiner mit. Wie kommen wir kollektiv aus dieser Phase der Visionslosigkeit? Was wir wirklich bräuchten, ich glaube auch im Unterricht in der Schule, ist, den Schülerinnen und Schülern von Anfang an viel mehr beizubringen, Fantasie zu entwickeln. Wo man genau diese Dinge lernt, utopisch zu denken, in Zukunft zu denken. Ich wünsche mir, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Daraus schöpfe ich auch ganz viel Kraft, sich fürs Thema Klima einzusetzen, weil wir wissen, dass da noch was kommt. Und bei allen vielen Negativbeschreibungen, wir können viel besser sagen, was nicht funktioniert und was wir nicht machen dürfen, als das zu sagen, was wir machen dürfen. Wie können wir überhaupt sinnvoll uns verständigen, uns verstehen, uns hineinfühlen in das wirklich, wirklich andere, wenn wir nur die Sprache des Jetzigen zur Verfügung haben? Ich glaube, man bringt die Veränderung nicht auf den Weg, wenn man selber eine Überzeugung hat und als einziges Problem sieht, wie bringe ich diese Überzeugung an andere heran. Und mir kommt es eigentlich darauf an, die Diskussion ganz anders anzusetzen, nämlich dort, wo man gewissermaßen selber auch die Probleme der anderen teilt, als Teil des ganzen Problemfeldes. Wie können wir die kleinen Inseln verbinden, wo heute schon Utopien real sind? Wenn ich mir vorstelle, es gibt irgendwo einen Raum und es gibt diese Räume und wir schaffen diese Räume, wo Utopien schon funktionieren oder wo alternative Lebens-, Wirtschafts- und sonst was Konzepte eben schon sind. Und wenn wir Leute einladen, sozusagen an diesen Inseln teilzunehmen, wo durch anders tun neue Qualitäten entstehen. Und das ist tatsächlich, was ich eigentlich jeden Tag erlebe, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, dass man Räume schaffen kann, wo neue Qualitäten entstehen, wo andere Lebensqualitäten entstehen kann, durch anders tun. Was man im Kleinen macht, ist die notwendige Bedingung. Ohne das gibt es keine neue andere Welt. Aber es ist nicht so, dass nur dadurch, dass man im Kleinen sich Dollar bemüht, dann auch der große Wandel gelingt, sondern dafür braucht es eben Macht und Umschlagmomente und Hebelwirkung. Und ich meine, dass 120 Camps sich irgendwie zusammenkommen, ist ja schon genauso ein, also da ist mehr als vorher da war. Dieses zusammenzubringen, also auf der einen Seite die Poesie des Herzens einer gerechten Gesellschaft, auf der anderen Seite die Prosa der Verhältnisse einer Gesellschaft, die tatsächlich realisierbar ist. Das ist das, was wir versuchen wollen. Und das in einer Zeit, wo wir sogar die Chance haben, dass der eine oder andere Funken unseres Gedankens tatsächlich später einmal eine große Rolle spielen wird. Thank you.
Thank you.